Moin Leute, die erste Konferenz der Saison steht an. Ihr seht einmal kurz die Partien im Überblick. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Denkt immer dran, wenn ihr das hier ganz hört und seht. Aber ja, jetzt viel Spaß beim Zuschauen und ja, vielen Dank vor allem fürs Reinschalten. Los geht's. Samstag 14 Uhr und die dritte Liga geht wieder los. Und was ist das für eine sensationelle Partie zum Auftakt im Fritz-Walter-Stadion. Der erste FC Kaiserslautern empfängt den TSV 1860 München zurück aus der Amateursparte, zurück in den Profifußball. Wunderbare Bedingungen hier am Betzenberg. Wir geben aber erstmal eine Station weiter, ab nach Zwickau. Der FSV Zwickau ist ein mittlerweile ja schon bekannteres Gesicht der dritten Liga. Wir dürfen gespannt sein, wie es in dieser Saison für sie aussieht. Es ist erstmal an der ersten Tagesordnung, den Klassenerhalt zu schaffen. Der Hallische FC möchte das aber heute erstmal etwas bremsen. Und ja, das wird ein schönes Ostduell, da bin ich mir sicher. Ab nach Köln. Wo Preußen Münster zu Gast ist, Fortuna Köln. Wir schauen noch gerade mal auf die Aufstellung. Einige neue Gesichter, unter anderem Moritz Hartmann von Ingolstadt, neu dazugekommen. Das wird spannend zu sehen sein, wie sich diese Truppe schlägt. Ab nach Jena. Wo Sonnhof Groß-Asbach zu Gast ist und die haben einen großen Aderlass mal wieder hinter sich. Etliche Spieler mussten sie wieder abgeben, wieder kompensieren. Es darf keine Ausrede sein, sicherlich, aber dennoch muss man das immer wieder beachten, was die für Abgaben haben. Der FC Carl Zeiss Jena am Ernst-Abbe-Sportfeld hier und heute leicht favorisiert. Schauen wir aber erstmal nach Osnabrück, wo die Würzburger Kickers zu Gast sind. Mit einem Auge schauen wir noch auf die Aufstellung 4-2-3-1. Auch hier Uahim von Köln dabei, Blacher von Wien Wiesbaden. Also einige Neuzugänge durchaus dabei. Körber im Tor, ebenfalls ein neues Gesicht. Die Würzburger Kickers haben sich auch durchaus leicht verstärkt. Gnase unter anderem aus der zweiten Liga von Heidenheim neu dabei. Aalschwede ebenfalls ein neues Gesicht. Aber wir gehen erstmal nach Aalen, wo wir schon am weitesten sind. Da geht es nämlich schon in wenigen Augenblicken los. Ganz genau, hier ist Wien Wiesbaden zu Gast und Manuel Schäffler, dass sie den halten konnten, das war extrem wichtig für Aalen. Und heute soll es losgehen, der Kampf um eventuell den Aufstieg, den sie im letzten Saisonverlauf erst zum Ende hin verspielten. Wien Wiesbaden in den roten Trikots von rechts nach links. Manuel Schäffler direkt am Ball. Mvroka ist das. Wunderbarer Ball und Andres mit dem 1:0. Was für ein Auftakt in diese Konferenz. 1:0 für Wien Wiesbaden. Das ging jetzt richtig schnell. Und Aalen wirkte etwas übermannt. Noch gar nicht richtig in der Partie drin. Noch ohne Ballkontakt. Eine Grätsche geht daneben. Ein perfekter Ball in die Schnittstelle und dann steht es 1:0 für Wien Wiesbaden. Da reißen die Abwehrspieler noch die Hände hoch, aber das war kein Abseits, ganz sicherlich nicht. Bernhard ist bedient. Aalen liegt mit 0:1 zurück. Was für ein Auftakt. Stefan Andres hat's gemacht. Wir geben aber erstmal ins Fritz-Walter-Stadion zum traditionsreichsten Duell am heutigen Tage. Kaiserslautern in Rot von links nach rechts. Das erste Mal drittklassig. Und hier starten sie gar nicht mal so schlecht los. Lex mit einem Querschläger. Erste Möglichkeit, Biada. Aber der Kopfball zu harmlos. Für Hiller ist das kein Problem, den Ball einfach aufzufangen. Was für eine Partie, was für zwei Teams, die hier aufeinandertreffen. Aber das beschert nicht automatisch guten Fußball. Stefan Lex verliert den Ball. Ab nach Köln, da ist der zweite Treffer gefallen. Preußen Münster führt mit 1:0. Philipp Hoffmann hat's gemacht. Neunte Spielminute. Die Gäste führen eben auch hier. Fortuna Köln etwas irritiert, dass das jetzt doch relativ schnell ging. Der Gästeblock im Ausnahmezustand. Sehr regnerisch hier. Alles andere als ja schönes Fußballwetter. Fritz-Walter-Wetter würde man eher sagen. Wunderbar reingemacht ins kurze Eck, aber aus der Distanz ist da nichts mehr zu halten. Lässt da über den
Schlappen einfach rutschen. Wunderbar macht das dann. Da ist dann eben nichts zu halten. Mit diesem Tor gehen wir eine Station weiter ab nach Jena. Und Jena kommt auch gerade, aber erstmal eine Abseitssituation. Der Captain höchst selbst steht im strafbaren Raum. Das macht Thermann da wirklich sehr clever, geht den Schritt raus und dementsprechend dann die richtige Abseitsposition hier angezeigt. 10 Minuten knapp jetzt von der Uhr in der Konferenz. Wir haben 2 Treffer gesehen. Der Sonnenhof Groß Asbach tut sich hier erstmal schwer im Spiel nach vorne. Binakay ist das jetzt aber über die rechte Seite, der mit Röttger im Zusammenspiel den Ball erstmal nach vorne treibt. Thermann ist das wieder, der den Ball auf Böse legt. Mwibu Dulu, ein Neuzugang, legt ab auf Böse. Also doch die erste Möglichkeit jetzt für die in Gelb spielenden Gäste aus Groß Asbach. Aber nun mal erstmal das Außennetz getroffen. Wir gehen jetzt eine Station weiter nach Zwickau, wo ein ja brisantes Ostduell doch herrscht. Zwickau gegen Halle. Eine durchaus unterhaltsame Partie hier in den ersten 15 Spielminuten. Jetzt gibt es einen Eckstoß für die Gäste aus Halle. Und Pascal Sohm, Neuzugang aus Groß Asbach, legt sich den Ball zurecht. Von rechts wird er reingetreten, steht da vor seinem Gästeblock, bringt den gar nicht mal so schlecht rein, aber erstmal ist da einer dazwischen. Bickel kann ihn aber nur unzureichend klären. Haier ist das nochmal. Haier mit der Flanke. Und dann ist Miatke da und klärt den Ball. Wie gesagt, eine unterhaltsame Partie. Es hätten schon Tore auf beiden Seiten fallen können. Pascal Sohm jetzt aber erstmal wieder mit dem Ballverlust. Lange ist da clever zwischen und kann das erstmal bereinigen. Aber auch wieder einige Spielfehler im Aufbau nach vorne von FSV Zwickau, die hier nicht unbedingt als Favorit in die Partie gehen. Wir geben nach Osnabrück. Wo die Gäste kommen, die Würzburger Kickers, legt den Ball nochmal ab auf Gnase. Hier Göbel ist das, Baumann Göbel mit dem Abschluss. Naja, in die Arme von Körber, kein größeres Problem für den Neuzugang. Letzte Saison noch für Preußen Münster aktiv gewesen, dann von Hertha im Austausch quasi gegen Marius Gersbeck gekommen. Als Schwede jetzt versucht den Ball auf rechts außen zu legen, aber das klappt nicht sonderlich gut. Elfmeter an Kaiserslautern. Ab nach Kaiserslautern, den Elfer wollen wir sehen. Die Roten Teufel bekommen die Möglichkeit zum 1:0. 27. Spielminute, unglückliche Aktion da im Abwehrverbund von Kirin Moll, dem Neuzugang aus Braunschweig, von den Löwen, also zu den anderen Löwen. Aber ob das wirklich ein Strafstoß war, das ist doch sehr fragwürdig. Doch die Möglichkeit auf 1:0 zu stellen ist jetzt da. Lukas Spalvis, jetzt fest verpflichtet worden von Kaiserslautern. Spalvis behält gerade so gegen Hiller die Überhand. 28. Minute, 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern, obwohl Hiller die richtige Ecke geahnt hatte. Kommt aber nicht mehr rechtzeitig runter und die Fans toben. Ein super Auftakt in die Drittligasaison jetzt. Keine halbe Stunde gespielt. Und direkt unter der Hüfte von Hiller geht der Ball ins Netz. Das ist kein überragender Strafstoß von Spalvis. Aber wenn der Ball sitzt, dann hat der Schütze eigentlich immer recht. Ja, 1:0 jetzt für den ersten FC Kaiserslautern. Wir geben aber erstmal mit diesem Resultat eine Station weiter. Warten wir mal ab, ob 1860 antworten kann. Wo wir uns nochmal eine Möglichkeit anschauen von Wien Wiesbaden. Scheffler an den Außenpfosten, fast das 2:0 hier für die Gäste. Eine halbe Stunde gespielt und die Gastgeber wirken hier doch etwas überfordert. Scheffler im Zusammenspiel mit Brandstätter. Andres, Torschütze vom 1:0, bringt den Ball gerade so rein, aber von Geier noch geklärt. Und da schauen wir uns den Pfostenschuss nochmal in Gänze an. Das war wirklich ein toller Abschluss aus 16 Metern. Bernhard wäre wohl vergeblich geflogen, aber musste er jetzt auch aus seiner Sicht glücklicherweise nicht eingreifen. Ahlen läuft diesen 0:1 hinterher. Es ist hochverdient für wen, die hier die deutlich bessere Leistung an den Tag legen. Eckstoß von der linken Seite auf den Elferpunkt gebracht. Finell, Neuzugang, bringt den aber erstmal raus und Slavov kann den festmachen. Lemmel auf Matthias Moritz. Schauen wir uns diese Kontersituation nochmal an. Nein, der Ball wird rückwärts gespielt. Wir gehen
nach Köln. Wo auch die Gäste führen mit 1:0. Preußen Münster, 9. Spielminute war es. Philipp Hoffmann, der auf 1:0 stellen konnte. Und das ist jetzt Moritz Hartmann. Ein super Torschuss. Der Neuzugang vom FC Ingolstadt hat seine Qualitäten, unter anderem auch im Abschluss. Und das war ganz haarscharf. Und jetzt gibt es eine gute Freischussmöglichkeit vom 16er Eck. Von der 16er Kante sieht nicht so ungefährlich aus. Und der ein oder andere kopfballstarke Spieler ist durchaus im Kader von Fortuna Köln vertreten. Nach wie vor, das Wetter hat sich nicht verbessert. Die Preußen, unüberdacht, stehen sie da im Gästeblock. Sind aber dennoch sehr zufrieden. Durch dieses Resultat könnten sie erstmal eine gute Ausgangslage schaffen, um eine ruhige Saison im Endeffekt zu spielen. Aber es ist der erste Spieltag und Fortuna Köln hat noch viel Zeit, das hier wieder auf 1:1 zu stellen. Der Tor in Kaiserslautern wird noch ausgeführt. Dann gehen wir nach Kaiserslautern. Ab. 2:0 für Kaiserslautern. Lukas Balwis mit dem Doppelpack. Und 1860 München weiß gar nicht so recht, wie ihn hier geschieht. Noch etwas unaufgeräumt in der Defensive. Mussten ja wieder einige Veränderungen vorgenommen worden. Und Spalvis macht das aber auch überragend. Was für ein Abschluss. Unten links sitzt der Ball für Hiller. Ist mal wieder nichts zu parieren. 2:0 für die Roten Teufel. Die Mission Wiederaufstieg ist sicherlich da an Tagespunkt Nummer 1. Mit diesem zweiten Tor gehen wir aber mal wieder eine Station weiter. Ja, hier in Jena waren wir lange nicht mehr, aber als wir das letzte Mal da waren, gab es auch zunächst erstmal eine Abseitsposition. 5 Minuten sind noch bis zur Halbzeit zu spielen. Koppens legt sich den Ball bereit, weil eben diese Abseitsposition entstand. Führt das kurz aus. Der FC Carl Zeiss Jena nähert sich langsam dem Tor an, aber es kam noch nicht wirklich zu einer guten Möglichkeit. Günther Schmidt, Eckert im Zusammenspiel mit Wolfram und Eismann. Da ist Günther Schmidt. Der nimmt sich mal den Abschluss. Günther Schmidt, wie er sich den Abschluss nimmt. 44. Spielminute, Traumtor von Julian Günther Schmidt. Was für eine Bude. Den nimmt er einmal an, dreht sich, nimmt ihn dann noch einmal mit und dann sitzt der Ball oben links perfekt platziert. Unhaltbar. Aber was für ein Wahnsinnstreffer. Klasse, wie er da einstiegt oben links. Jena führt mit 1:0. Und mit diesen Bildern Günther Schmidt und Chen Kua, der Neuzugang aus der französischen zweiten Liga, geben wir erstmal weiter nach Zwickau. Wo die Gastgeber nochmal kommen. Körnecke auf Miatke mit dem Flankenball, aber Jopek kann den Ball erstmal klären. Frick auf König nochmal. Abschluss ist da, aber zu ungefährlich. Der kann ohne Probleme in den Arm festgehalten werden. 45. Spielminute, halbe Minute eben noch zu gehen. Schauen wir drauf, ob da noch was passiert. Frick jetzt aber mit dem Fehlpass. Bentley Baxter-Bahn, Neuzugang ja von Zwickau, hier direkt an seiner alten Wirtungsstätte wieder vor Ort. Konnte bislang auch noch keine Akzente setzen. Miatke nochmal der Abschluss. Ähnliche Situation, aber zu ungefährlich wieder. Kann der ohne größere Probleme festgehalten werden. Hier ist Pause, wir schauen nochmal nach Osnabrück, denn da wird noch gespielt. Die Gäste kommen gerade nach vorne. Baumann ist das und wird gelegt. Es gibt Strafstoß. Susac weiß gar nicht, wie ihm da geschieht. Schauen wir in der Wiederholung nochmal drauf. Aber Fakt ist, es gibt Strafstoß für die Würzburger Kickers. Stellt er sich dazu unclever an? Ja, trifft Neumann zwar. Aber um Himmels Willen, ob er da so zu Boden gehen muss, als würde er da angeschossen worden sein, ist auch fragwürdig. Aber Würzburg hat die Möglichkeit, auf 1:0 zu stellen. Und das macht Göbel. Patrick Göbel, 45. Spielminute. Die Gäste führen mit 1:0. Mehr oder weniger aus dem Nichts. Osnabrück hatte die Partie eigentlich gut im Griff. Und jetzt durch so einen Aussetzer, aber auch eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, die dahinter steckt, liegt Würzburg mit 1:0 in Front. Es steht also voraussichtlich zur Pause 1:0. In den anderen Stadien ist bereits
Halbzeit. Deswegen haben wir hier nochmal alle Zeit der Welt raufzuschauen. Körber entscheidet sich für die Mitte. Aber da ist ihm auch kein Vorwurf zu machen. Osnabrück läuft also jetzt dem 0:1 in der zweiten Halbzeit hinterher. Patrick Göbel hat es eiskalt gemacht. Wir schauen nochmal kurz drauf. Ist jetzt auch Halbzeit und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann in die Halbzeit. Und dann geht es in den zweiten 45 Minuten. Hoffentlich in allen 6 Stadien spannend weiter. Jo, hier seht ihr einmal die Ergebnisse der ersten Halbzeit im Überblick. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren. Und ja, jetzt viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Fallen noch einige Tore, das kann ich versprechen. Zurück in der Konferenz. Wir schauen nochmal auf das Tor von Wien Wiesbaden in der dritten bzw. vierten Spielminute war es Stefan Andrist, der Bernhard überwinden konnte. Seitdem warten wir auf den zweiten Treffer in dieser Partie in der Ostalb Arena. Die Aalner haben sich sicherlich jetzt einiges vorgenommen für den zweiten Durchgang. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das noch entwickelt. Sie sind auf jeden Fall heiß und motiviert. Sie beginnen hier durchaus gut nach vorne. Funk ist das auf Lemmel. Wieder Funk. Patrick Funk ist das. Legt den Ball erstmal zurück. Hat ja auch mal bei Wien Wiesbaden gespielt. Also ein bekanntes Gesicht, dass er da auf den Platz wirft. Aber erstmal ist Wien da gut zwischen. Jetzt aber ein dicker Fehler. Slavov ist das. Slavov testet Kolke. Was war das denn da in der Hintermannschaft? Sollte man tunlichst vermeiden. Solche Ballverluste und dass das nicht bestraft wird, ist Kolke zu verdanken oder zu verschulden. Wir gehen eine Station weiter. Wo Osnabrück kurz vor der Pause eben das 0:1 kassiert hat, jetzt aber fast den Ausgleich erzielen konnte und sie drücken hier, aber jetzt ist erstmal mit einem Fehlpass die Situation geklärt. Hansen und Kohls lösen das ganz souverän und dann wird der Ball erstmal rausgebolzt. 52 Minuten hier gespielt. Osnabrück ist nach wie vor die spielbestimmendere Mannschaft. Würzburger Kickers eben Profit durch den unberechtigten oder fragwürdigen Strafstoß zumindest geschlagen. Jetzt kommen sie eventuell über Kontermöglichkeiten. Liegt ihn vielleicht auch wenig besser. Bütiki mit dem Querball. Altschwede setzt sich da durch. Baumann verliert aber den Ball an Schiller. Neuzugang aus Magdeburg. Der dann aber mit dem Fehler. Gnase ist das. Und die Situation ist geklärt. Boah. Fast das 2:0. Aber gerade so dann noch bereit. Strafstoß in Kaiserslautern. Ab nach Kaiserslautern. Den Strafstoß, den zweiten schon, wollen wir natürlich sehen. Die große Möglichkeit für die Gäste auf 2:1 zu stellen, weil sich da Kevin Kraus wirklich haarsträubend falsch anstellt gegen Sascha Mölders. Was für ein Foul, so darf man da keinesfalls hingehen. Beziehungsweise es war gar nicht Sascha Mölders, der da umgeruppt wurde. Sah allem Anschein nach Nico Kager aus. Mölders wird den jetzt aber ausführen. 59. Minute die Möglichkeit, den Anschluss eine halbe Stunde vor Schluss zu erzielen. Sascha Mölder macht das und meldet sich damit zurück im deutschen Profifußball. 59. Spielminute, 18:60 ist zurück. Das wird noch eine harte Aufgabe jetzt für Kaiserslautern, das zu verteidigen. Das war jetzt im zweiten Durchgang nicht mehr so gut, nicht mehr so überzeugend wie im ersten. Und 18:60 drückt jetzt. Die zeigen, was sie für Qualitäten haben, was sie für eine eingeschworene Truppe sind. Und jetzt haben sie auch das Glück, eben diesen Strafstoß so zu bekommen. Aber es war ja ein berechtigter. Also, 18:60 stellt auf 1:2. Es ist wieder alles offen. Sascha Mölders macht das. Ab nach Zwickau. Wo wir noch auf den ersten Treffer der Partie warten. Beide Teams mittlerweile wieder im zweiten Durchgang gut angekommen. Stunde jetzt gespielt. Brinkies mit der Mega-Parade. Das muss eigentlich das 0:1 sein. Riesenmöglichkeit für den Halleschen FC. Es gibt jetzt aber Eckstoß, während hier ein Wechsel durchgeführt wird. Hoffmann für Frick dabei. Soben bringt den rein. Antonic kann den aber erstmal klären. Doch Soben bekommt da keinen Druck auf die Außen. Und dann ist das Tor da. 63. Minute 0:1. Der Innenverteidiger sticht. Oha.
weil er da gar keinen Druck auf den Außen bekommt. Pascal Sohm und dann ist dann für Brinkis auch eben nichts mehr zu halten. Der Hallische FC führt mit 1:0. Staroschek hat's gemacht. Henrik Staroschek in der 63. Spielminute erzielt er hier das erste Tor. Und wir gehen nach Köln. Da steht's auch 0:1. Seit der 9. Minute zwar durch Philipp Hoffmann, aber es wird immer dünner. Doch jetzt kommen sie eventuell mal über eine Kontermöglichkeit. Kubilanski, aber Schick ist dazwischen. Kiere kann es erstmal mehr oder weniger klären. Fortuna Köln versucht alles. Das ist jetzt Scheu, der den Ball aber verliert. Gab gerade eine Möglichkeit für Münster, fast das 2:0 zu erzielen. Es gibt jetzt auf beiden Seiten Wechsel. Kurt kommt für Brandenburger. Und Tor in Aalen für Hoffmann, ab nach Aalen, da ist der nächste Treffer gefallen. Die Gäste führen mit 2:0, Doppelpack Stefan Andres, 65. Spielminute, die Aalener sind langsam in richtiger Seenot. Der Gästeblock tobt, der Gästeblock jubelt, das war gut gespielt. Schäffler auf Andres, der dreht sich dann einmal super und Bernhard ist aus der Distanz dann mal wieder machtlos. Aber die Frage ist auch, wo ist die Unterstützung der Abwehrspieler? Aalen liegt 0:2 zurück, hat jetzt ein ganz dickes Brett zu durchbohren. Mit diesen Jubelbildern geben wir aber erstmal wieder eine Station weiter nach Jena, wo die Gastgeber mit 1:0 führen. Ja, durch diesen Traumtreffer von Julian Günther Schmidt, aber jetzt kommt gerade Sonnhof Groß-Asbach mal nach vorne, weil sich Jena sehr weit zurückgezogen hat. Aber Wolfram mit der Möglichkeit zum Konter. Doch auch das wird nichts. Es ist keine großartig unterhaltene Partie, aber der Treffer von Julian Günther Schmidt kurz vor der Pause entschädigte dann doch für einiges. Cheng Kua, Neuzugang aus der zweiten französischen Liga, wie schon vorhin angesprochen, macht das bislang gar nicht so schlecht. Günther Schmidt und dann der Abschluss von Starke, aber auch das zu harmlos. Wechsel, Pannewitz kommt, Sören Eismann geht, soll mal ein bisschen Stabilität noch bringen ins Spiel von Carl Zeiss Jena. Schauen wir mal drauf, ob er das gewährleisten kann. 20 Minuten sind hier noch auf der Uhr. Genug Zeit für Sonnhof Groß-Asbach zumindest einen Treffer zu erzielen. Dazu müssen sie aber auch nach vorne spielen. Owusu kommt jetzt für Binakay. Also nochmal ein bisschen mehr Intensität Tor in Aalen. Spitzen. Ab nach Aalen. Na, da fällt ja jetzt ein Treffer nach dem nächsten. Das wäre vielleicht etwas zu übertrieben zu sagen, aber es steht zumindest jetzt 1:2. Keine 20 Minuten mehr von Matthias Moritz, der so ausgebuffte Aalener mit dem Treffer. 1:2 also. Und die ganz große Möglichkeit, jetzt hier doch noch das 2:2 zu erzielen. Noch einen Punkt zumindest mitzunehmen nach schwachen ersten 60 Minuten der Aalener. Aber wir gehen nach Osnabrück, da laufen die Gastgeber auch einem Rückstand hinterher. Aber Osnabrück tut alles dafür, das zu vermeiden, hier zu verlieren. Aber Würzburg macht das sehr gut, hält den Ball sehr weit vom eigenen Kasten fern. Baumann auf Hansen, nochmal Baumann, der den Strafstoß herausgeholt hatte. Skalatidis mit der Möglichkeit, aber direkt in die Arme von Körber, der gar keine Probleme hat, den Ball da fest zu greifen. Skalatidis auf die Außen, Altschwede. Baumann legt den Ball nach rechts. Kaufmann ist das mit der Flanke und da gibt es dann nicht die Möglichkeit. Rennecke klärt das sehr gut. 80 Minuten gespielt. Wir gehen nochmal nach Kaiserslautern. Und 1860 drückt hier auf den Ausgleich. Es gibt Eckstoß 10 Minuten vor dem Ende. Es gab vor 5 Minuten eine Möglichkeit hier. Spalvis hätte fast das dritte gemacht, aber knapp ging der Ball rüber. Jetzt geht's Eckstoß von Mölders ausgeführt, von der linken Seite. Da sind einige großgewachsene Spieler bei 1860 dabei, die den durchaus abnehmen könnten. Mölders bringt ihn rein auf den Elfmeterpunkt, Latte. Markus Zierreis im Pech, ist das bitter. Fast der 2:2 Ausgleichstreffer, der wäre mittlerweile auch verdient gewesen. Und Wolfgang Hesel hat Glück, dass der Ball an den Querbalken geht. Also Markus Zierreis reingekommen, fast mit dem Ausgleichstreffer. Das wäre jetzt für Kaiserslautern natürlich bitter, nach einem 2:0 hier noch ein 2:2 zu spielen. Aber es wäre, wie gesagt, verdient. Mauersberger auf Mölders, verliert aber den Ball. Kaiserslautern kann das erstmal
klären. 7 Minuten noch auf der Uhr. Es ist genug Zeit, einen Treffer noch zu erzielen und 1860 hat das Zeug dazu. Böhnlein wirft den Ball aber erstmal zurück. Kirin Moll, der den unglücklichen Elfmeter verursacht hat, über den man ja streiten kann. Kirin Moll geht jetzt mit nach vorne, Flanke in Ball, aber zu ungefährlich. Ab nach Zwickau. Ja, wir erhöhen jetzt etwas die Schlagzahl hier zum Ende nochmal hin. Wir wollen unbedingt noch irgendwo ein Tor sehen. Landgraf geht, Manu kommt, holt jetzt natürlich etwas Zeit von der Owen. Manu ist nochmal ein schneller. Tor in Osnabrück, der für einen Konter gut ist. Und jetzt ab nach Osnabrück, der Ausgleich oder die Entscheidung für Würzburg. Osnabrück gleicht aus und ausgerechnet, möchte man sagen, ist es Susac, der den Elfmeter verursacht hat, der jetzt in der 89. Spielminute den Ausgleich macht. Völlig frei am zweiten Pfosten. Wie das passieren kann, muss man sich auch mal fragen. Anstelle der Würzburger Kicker, Susac, der Innenverteidiger, mit aufgerückt, vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt. Und so steht es jetzt 1:1. Osnabrück ist also wieder da. Drewes ist machtlos. Wir gehen nochmal nach Köln. Wo Fortuna Köln gerade die Riesenmöglichkeit hatte, das 1:1 zu erzielen. Es gibt aber nochmal Eckstoß. Wir sind in der Nachspielzeit. 3 Minuten waren angezeigt. Die meiste Zeit davon ist aber auch schon wieder runter. Kegel legt sich den Ball nochmal zurecht. Gibt es hier also auch den Last-Minute-Ausgleich für Fortuna Köln? Wird hier draus was? Der muss jetzt kommen. Aber erstmal geklärt, wir gehen nochmal ab nach Jena. Wo Sonnhof Groß-Asbach nochmal versucht zu kommen, aber der Fehlpass. Und so ist es aus. Jena gewinnt mit 1:0 durch ein Traumtor von Günther Schmidt gegen Sonnhof Groß-Asbach, die diesen Konter hier gerade nochmal vertändelt haben. Auftakt nach Maß für Jena. Nicht schön, aber effektiv. Wir gehen nochmal nach Kaiserslautern, wo die Betzenberger mit 2:1 gewonnen haben. Es war bis zum Ende hin eine packende Partie und eine Zitterpartie, insbesondere für die Roten Teufel am Ende. Die Elf rund um Sascha Mölders hätte sich den 2:2-Treffer noch verdient. Wir schauen nochmal auf diesen Kopfball von Zierreis an die Latte. Spivis, der Spieler des Tages, mit seinem Doppelpack einen Elfer reingemacht, einmal per Pfostenschuss. Und damit verabschieden wir uns aus der Konferenz. Das war's. Kaiserslautern gewinnt 2:1 gegen 1860 München. Jo, hier seht ihr nochmal die Ergebnisüberblick. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auch interessieren, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen dann zu Alle Spiele, Alle Tore. Und ja, ciao.